Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zum Weihnachtschor 2020, der traditionell von Studenten der Humanmedizin in Jena organisiert wird. Was kommt jetzt in den nächsten 8-9 Minuten auf Sie zu? Das kann ich Ihnen gerne etwas näher bringen. Wie ich gerade schon sagte, ist es Tradition in Jena, dass das fünfte Semester, also die Studenten, die gerade eben das Staatsexamen abgeschlossen haben, das erste, natürlich ein Weihnachtschor organisieren, im Vorhinein ein paar Lieder umgeschrieben haben, die einstudiert haben und diese eigentlich präsentieren im Hörsaal, um so einfach in diese, ich sag mal, gespannte Lernatmosphäre ein bisschen Weihnachtszeit zu bringen. Das hat natürlich dieses Jahr nicht ganz funktioniert. Wir mussten uns natürlich umorganisieren dank Corona und haben das Ganze jetzt etwas anders geplant. Deswegen machen wir das dieses Jahr über online zu Hause, haben die Stimmen vorher eingespielt bekommen und mussten die dann einsingen zu Hause. Ist natürlich etwas bisschen was anderes als sonst. Ja, und natürlich wollen wir damit auch auf Spendenprojekte aufmerksam machen. Dazu komme ich aber am Ende vom Video. Ja, das erste Lied, was wir heute singen werden, ist tatsächlich Last Christmas I Studied My Heart. Da geht es so ein bisschen darum, ja, naja, wie ist das eigentlich so? Wie ist der Stress über Weihnachten mit dem Medizinstudium vielleicht? Auch so ein bisschen zum Spaß gemacht. Sie können gerne hier die Texte anhalten und durchlesen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß. Meine Damen und Herren, jetzt haben Sie gerade Last Christmas I Studied My Heart gehört und ich würde Ihnen jetzt gerne das nächste Lied näher bringen. Fröhliche Medis überall, in denen es so ein bisschen darum geht, ja, hin und wieder ist unser Studium vielleicht doch sehr stressig. Wo kommen nur alle Fächer her? Auch hier können Sie gerne wieder die Texte anhalten und durchlesen und ich wünsche Ihnen in dem Sinne viel Vergnügen dabei.
der Schnee ist überall. Wir halten zusammen in jedem Fall. Erst die Zeit, bester Zeit. So schnell geht die Zeit vorbei. Fröhliche Babys überall. Wir halten zusammen in jedem Fall. Ja, wir lieben Medizin. Das verbindet uns. Zusammen kriegen wir das hin. Die Zeit des Studiums. Tagelang wir lernen, das ist schwer. Wo kommen die Fächer alle her? Oh, es naht, dass das tat. Adenosin, Triphosphat. Tagelang wir lernen, das ist schwer. Wo kommen die Fächer alle her? Keine Angst, das wird schon gut. Nur ein bisschen Mut. Manchmal ist es Wahnsinn, doch ihr bekommt das hin. Fröhliche Babys überall, wir halten zusammen in jedem Fall. Das Physikum ist ganz schnell rum, so schnell schafft man im Klinikum. Fröhliche Babys überall, wir halten zusammen in jedem Fall. Ja, meine Damen und Herren, jetzt haben Sie also fröhliche Medis überall gehört und ich würde jetzt gerne noch auf die zwei Spendenprojekte, die ich schon vorhin angesprochen hatte, ein lokales und ein internationales Projekt aufmerksam machen. Sie können entweder über unseren PayPal-Account an uns spenden und wir spenden weiter oder Sie spenden direkt an die jeweilige Organisation. Die erste Organisation ist die Hospiz in Jena. Hier ist es, glaube ich, wie in jeder Hospiz so, es fehlt einfach überall an Geld. Kurz zur Hospiz selbst, die ist sehr, sehr neu, zumindest die stationäre, ist erst seit 2019 aufgebaut. Insgesamt in Jena gibt es aber die Hospiz, am Anfang war sie eben nur ambulant, schon seit 1995. Es fehlt trotzdem überall an Geld und deswegen würden wir bitten, entweder hier über uns zu spenden oder direkt dorthin zu spenden. Unser zweites Projekt, was wir unterstützen, wäre tatsächlich in Afrika, also in Mali. Das ist die Stiftung Miseror, die sich hier einsetzt mit dem Betreff P1002 Afrika. Hier ist es tatsächlich so, dass man gegen Genitalverstümmelung vorgehen möchte. Wie macht man das Ganze? Man macht dort Aufklärungskampagnen vor Kinos, in Theatern. Man baut Beratungsstellen aller Art auf und bietet auch Camps an für junge Frauen, um sich eben zu einem selbstbestimmteren Leben zu verhelfen. Auch hier können Sie über uns spenden oder direkt eben an die Organisation. Den Betreff, den Sie angeben müssten, sehen Sie hier ganz unten. So, meine Damen und Herren, nachdem ich jetzt auch die Spendenprojekte Ihnen näher gebracht habe, bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Ich hoffe, es hat so ein bisschen bei Ihnen geweihnachtet und Sie haben den UKJ-Adventskalender genossen. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, gute Besserung. Und ich wünsche Ihnen dann auch im Anschluss ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein frohes neues Jahr. Hoffentlich wird das neue Jahr dann nicht mehr ganz so sehr durch Corona geprägt, aber ich bin da sehr zuversichtlich. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und frohe Weihnachten.